Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch mein Sub-Votings-Video machen. Ich weiß, es ist etwas spät im Monat, aber ihr wisst ja, woran das gelegen hat. Aber nichtsdestotrotz möchte ich, dass ihr euch für die letzten 2 Wochen des Februars noch ein Buch aussucht, das ich dann lesen werde. Ich habe mir anlässlich des heutigen Tages auch wieder ein spezielles Thema ausgesucht. Heute ist nämlich der 14. Februar, heute ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Und deshalb dachte ich mir, suche ich mir doch 4 Liebesromane, New Adult Romane, Love Stories von meinem Stapel der ungelesenen Bücher und lasse euch auswählen, welches Buch ich noch heute Abend starte. Denn es ist der Tag der Liebenden und was passt da besser, als den Abend auf der Couch mit einem schönen Buch zu beenden oder zu verbringen, in dem es um das Thema Liebe geht. Was habe ich als Single Mom auch sonst vor? Ich verbringe den Tag mit meinem kleinen Valentin. Ich könnte ihn auch mit meinem großen Valentin verbringen, weil mein Bruder Valentin heißt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Denn ich möchte euch jetzt die 4 Bücher vorstellen, die ich mir ausgesucht habe und aus denen ihr wählen dürft, welches Buch ich heute Abend lesen werde. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Die sind mal wieder nicht sortiert. Ich habe die jetzt einfach alle 4 auf meinem Schoß liegen und ziehe jetzt das erste vom Stapel. Das erste Buch habe ich euch auch schon sehr, sehr oft in meinem What I Read Next Video in die Kamera gehalten, aber es hat wunderbar farblich und thematisch zu den anderen 3 Büchern gepasst. Deshalb habe ich mir gedacht, ach egal, hältst du es einfach nochmal in die Kamera. Vielleicht will der ein oder andere ja heute, dass ich es lese. We Fell in Love in Oktober von Inka Lindberg. Vermutlich kennt ihr den Klappentext mittlerweile schon auswendig, aber ich werde ihn euch trotzdem noch einmal vorlesen. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch noch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau in einer Kleinstadt, inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Carla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen. Buch Nummer 1. Das nächste Buch habe ich von Ivy zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das heißt, das liegt jetzt schon über 7 Monate, 8 Monate auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Und ich denke, es wird Zeit, es langsam mal davon zu befreien. Ich spreche von Kissing Lessons von Helen Huang. Das Buch hatte ich ganz, ganz lange gar nicht auf dem Schirm. Es ist nämlich noch vor der Zeit erschienen, in der ich den Kiss Verlag für mich entdeckt hatte. Aber ich versuche ja so nach und nach mein Kiss Regal ein bisschen aufzufüllen, auch mit älteren Büchern. Und deshalb hat die Ivy gedacht, schenkt sie mir dieses Buch. Das Buch befasst sich auch mit einem Thema, das, denke ich, jeder von uns kennt aus unserer Teenagerzeit. Aber hört einfach mal selbst. Anfängerkurs in Sachen Liebe. Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist nicht viel dabei. Aber Stella kommt sich jedes Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilotfische in die Zähne reinigen. Und das ist nicht schön, weder für sie noch für den Mann. Sie hat die Sache mit der Liebe schon beinahe aufgegeben. Als Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was ihre Routine stört. Doch dann bringt ein dahingesagter Satz sie ins Grübeln. Übung macht den Meister. Stimmt das? Braucht sie einfach mehr Erfahrung? Und wenn ja, wer bringt einem das Küssen bei und mehr? Vermutlich ein Profi, ein Escort, wie Michael Fan. Auch wenn der eine ganz andere Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Buch Nummer 2. Die nächsten beiden Bücher sind tatsächlich erst relativ frisch bei mir angekommen bzw. eingezogen. Das erste hatte ich mir letztens in einer Rebuy-Bestellung selbst gekauft und das andere hatte ich tatsächlich bei Instagram bei der lieben Anna gewonnen. Das kam auch erst diese Woche an. Aber fangen wir erstmal mit Buch Nummer 3, dem Rebuy-Buch, an. Das ist We Don't Talk Anymore von Julie Johnson und es ist ein wie neu. Ich bin ja immer sehr glücklich, wenn ich bei Rebuy was bestelle und es kommt in einem solch grandiosen Zustand an. Aber ist leider nicht die Regel. Das Buch steht schon ganz, ganz lang auf meiner Wunschliste und es gab
letztens ja 10% auf Medien. Und da dachte ich mir, schau doch einfach mal deine Amazon-Wunschliste durch und vergleich das mal mit Rebuy, was da denn aktuell so ja, verfügbar ist und in welchem Zustand natürlich. Und da durfte dieses Schätzchen hier mit und ich bin sehr, sehr froh, weil nämlich jetzt auch gerade erschienen ist, der zweite Band, oder gerade noch bald erscheint. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, er ist schon rausgekommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr gute Investition und da der zweite Band ja gerade erst frisch auf den Markt kommt, da kommt wieder der Saarländer mir raus, dachte ich mir, packst du das jetzt einfach hier ins Video und vielleicht sagt dir der ein oder andere, wenn der Band erscheint, dann musst du den ersten auch jetzt lesen. Ich erzähle euch jetzt aber erstmal, um was es geht. Josephine Valentine, ach, das wäre ja der perfekte Roman für heute. Sie heißt einfach mit Nachnamen Valentin. Ja, nochmal von vorne. Josephine Valentine und Archer Race sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß, der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören konnte. Buch Nummer 3. Last but not least kommen wir zu meinem Gewinnbuch, The Moment I Lost You von Rebecca Weiler. Ich hatte das Buch letztens in der Buchhandlung schon in der Hand und wollte es eigentlich auch kaufen. Da war ich mit meinen Mädels in Saarbrücken, mit den Bookie Girls hier aus dem Saarland. Und wir sind natürlich zu Thalia gefahren und haben dann ein bisschen gestöbert. Und eigentlich wollte ich es tatsächlich kaufen, dachte mir dann aber, ich habe eigentlich keine Lust, das jetzt mit ins Restaurant zu schleppen, weil wir halt noch essen gehen wollten. Kaufst dir es ein anderes Mal. Ja, eine Woche später habe ich es gewonnen. So ist das manchmal mit dem Glück. Auf jeden Fall stand das Buch schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und ich habe es jetzt glücklicherweise davon befreien können. Lustigerweise ist auch Band 2, The Moment I Found You oder You Found Me, nee, The Moment You Found Me heißt, glaube ich, der zweite Band. Der ist auch gerade erst erschienen. Das heißt, ich könnte die auch so in einem Rutsch lesen. Wäre dann halt genötigt, den zweiten Band auch noch zu kaufen. Aber das liegt ja wie immer nicht in meiner Hand. 4 Jahre, so lange ist es her, dass Mias bester Freund auf einer Party in ihren Armen gestorben ist und sie sich mühevoll wieder aufgerappelt hat. Aber 4 Jahre reicht niemals aus, um für diesen einen Moment gewappnet zu sein. Plötzlich steht Nathan Dawson vor ihr, der Mensch, der ihren besten Freund auf dem Gewissen hat und mit dem Mia nie wieder begegnen wollte. Dennoch kreuzen sich ihre Wege immer häufiger und allmählich entwickeln sich zaghafte Gefühle. Doch egal, wie sehr Mia und Nathan sich dagegen zu wehren versuchen, zwischen ihnen entsteht etwas, das alte Wunden heilen könnte oder neue verursacht. Buch Nummer 4. Das waren sie, meine 4 Bücher, die ich euch gerne präsentieren wollte. Ich zeige sie euch auch wie immer nochmal im Schnelldurchlauf. Das eine wäre We Fell in Love in Oktober von Inka Lindberg. Buch Nummer 2, Kissing Lessons von Helen Huang. Buch Nummer 3, We Don't Talk Anymore von Julie Johnson. Und The Moment I Lost You von Rebecca Weiler. Jetzt liegt's an euch. Haut in die Tasten, schreibt mir gerne einen Kommentar oder eine Nachricht oder schreibt mir bei Instagram, welches Buch ihr denn wollt, dass ich es lese. Das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich dann auch bei meinem nächsten Video wieder. Genießt euren Valentinstag und ja, ich schicke euch ganz viel Liebe. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst und bis zum nächsten Mal.